Hallo und herzlich willkommen zurück zu meiner Werkstatt hier in Kormischädiger 2018. So, ich habe im letzten Folge hat es ein bisschen gefallen, so ein bisschen Rollenplay mit reinzubringen. Ich finde es immer recht interessant. Gucken wir mal, was wir schon alles eingebaut haben. Also, Stabilisator, Koppelstange haben wir auch noch neu. Den müssten wir rein theoretisch eigentlich schon alles. Die Zahnstange, habe ich echt die Zahnstange vergessen, habe ich getan. Nö, die habe ich schon eingebaut. Hatte ich mit 2 geholt? Oh, wei, 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 die ist teuer. Auspuff, okay, das ist soweit geht's. Okay, warte mal, gucken, was haben wir denn alles gemacht? Die Gummilagerbuchse fehlt noch. Gummilagerbuchse. Gummilagerbuchse, Gummilagerbuchse. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Gummilagerbuchse. Bestimmt irgendwo hier hinten, hä? Weil hier vorne hab ich alle. Gummilagerbuchse, Gummilagerbuchse, ja. Die habe ich schon erneuert. Dann gucken wir mal hinten. Quatsch. Jetzt. Wohin? Tippen zu viel. Ah, hier haben wir doch. So, Gummilagerbuchse. Und bestimmt auf der anderen Seite genauso. Ah, ist gar keiner mehr drin. Eieiei. So. Ne, die hier. Okay, die haben wir jetzt auch erneuert. Gummilagerbuchsen. Da fehlt uns nur noch. Belüftete Bremsscheibe und Gummilagerbuchse. Ich hab doch vorne. Wollt ihr mich verscheißern? Ihr wollt mich jetzt echt verkohlen, oder? Ich hab doch vorne neue eingebaut. Ich hab doch vorne neue Bremsscheibe. Ihr wollt mich echt verschaukeln, oder? Belüftete Bremsscheibe. Welche? Aber die ist doch schon neu. Habe ich eine alte Bremsscheibe erwischt? Tatsache, du. Tatsache, ich habe echt ein Alter erwischt. Eieieiei. Das ist eigentlich gar nicht mein Ding. Jetzt hab's auch. Und die eine Gummibuchse muss man sehen, wo die ist. So, die haben wir jetzt. Jo. Ein Gummilager. So, wo ist denn die jetzt? Da gucken wir mal von vorne. Ach, da unten ist er. Okay. Habe ich eine kaputte eingebaut? Wieso konnte ich dich gerade abbauen? Ich will es gerade gar nicht wissen. Ich möchte es gerade echt nicht wissen. Wieso konnte ich dich... Neu, neu und neu. Ja. Also, da habe ich echt eine alte erwischt. Also ihr könnt mir mal sagen, ob ich echt eine alte erwischt habe beim letzten Mal. Also das ist mir gerade ein bisschen zu hoch. So, und jetzt fehlt mir noch ein Teil. Und ich hab alles. Irgendwie ist das Spiel komisch, Leute, oder? Eieieiei. Hätte ich nicht für möglich gehalten. Mal sehen, was mir irgendwas fehlt hier.
Es fehlt der Kühler. Stimmt. Ich habe den Kühler auch ausgebaut. So, das Kühlrad. Zack, zack. Perfekt. Jetzt aber. Gott, weg mit der Bude hier. Ist ja übelste Sorte. So, dann haben wir den ganzen Mist noch verkaufen hier. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das können wir verkaufen. Mal den ganzen Scheiß verkaufen hier. Das können wir noch verbauen. Ist noch 55%. So, gut. Hab zwar eben grünes verkauft, aber passt schon. Alles klar, Roland. Gucken wir mal. Was haben wir denn noch an Telefonat hier? Oh, Bremsen. Bremsen mach ich gerne. Bremsen machen wir gerne. Oh, es ist ein Level 6. Kann das sein? Darf ich jetzt einen Punkt vergeben? Ich darf einen Punkt vergeben. Ole! Darf schon. Prüft sofort drei Bauteile. 55%. Ach, Level. Ach, ich bin noch in Level 7. Schade, schade, schade. Bewegt sich 10% schneller. Nee, 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 nee. Dann machen wir das hier. Beim nächsten Mal machen wir das hier. Damit wir Level 7 werden. Okay. Krieg mal hin. Ich tue mal erst mal hier auf den Prüfstand setzen. Dann auf alle Fälle erstmal hochfahren und dann mal sehen, was an der ganzen Kiste kaputt ist. Bremssattel und belüftete Bremsscheibe. Bremssattel. Kriegt man hin. Bremssattel. Der ist hier. So, der Bremssattel ist der hier. Der ist hinüber. Da habe ich bestimmt nur ihn einstecken, oder? Ja. Perfekt. Muss man schon keinen neuen kaufen. Der ist noch intakt. So, gucken wir hier mal. Prüfmodus. Bremsscheibe. Wo ist die Brems? Belüftete Bremsscheibe. Das ist doch eigentlich nur. Können wir von außen prüfen? Die ist noch okay. Da kann es nur die andere Seite sein. Weil die belüfteten Bremsscheiben sind immer vorne. Bingo. Mindestens haben wir jetzt 55% Chance zu reparieren, dass es repariert wird. Aber das werden wir so selten wie möglich machen, weil ich warte ab, bis es eine höhere Wahrscheinlichkeit gibt, sie zu reparieren. Also Sachen zu reparieren. 55% ist so eine 50-50 Chance, ne? So, da haben wir das auch wieder erledigt. Zack, so schnell sind wir fertig, ne? Klasse. Alles gemacht, Geld verdient und weg ist er. So, die kaputten Mistklemmer verkaufen. Dich noch. Sehr gut. So, gucken wir mal zum nächsten. Wieder bremsen. Guck mal her hier, mein Freund. Wieder inner. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, sieht aus wie ein Land Rover. Perfekt. Ach, siehst du, mein Radio ist immer noch ganz Mensch. Ah, ich wollte das Radio reparieren, aber irgendwie ist nichts draus geworden.
So, da hast du schon mal der Bremssattel, so belüftete Bremsscheibe, Bremssattel und Bremsklötzer. Das ist dann bestimmt ja beides zusammen. Auf alle Fälle ist schon mal der Bremssattel schon mal im Eimer. Wenn ich Glück habe, upsala, wenn ich Glück habe, ist auch noch. Mensch, bleib hier unten. Wenn ich Glück habe, ist auch noch die Bremsklötzer im Eimer, ne? Nee. Da ist was Rotes. Lass mich raten. Ich sehe nur belüftete Bremsscheibe. Bremsklötzer, Bremsscheibe. Die Bremsklötzer glaube ich hier schon mal nie. Wenn die dann bestimmt hinten sein. Ist 28%. Ich habe alle Fälle hinüber. Habe ich die nicht gerade rum. Achso. Und hinten, gucken wir mal. Und hier sind die Bremsklötzer. Ich glaube, Bremsklötze habe ich glaube keine mehr einstecken. So, gucken wir mal. Hab ich noch welche einstecken, die ich verwenden kann? Jo, hab ich noch. Ich glaube, da musst du neue kaufen. So. Dann haben wir das schon mal erledigt. Dann können wir auf alle Fälle erstmal kaufen gehen. Belüftete Bremsscheibe nehmen wir mal zwei. Bremssattel nehmen wir mal auch zwei. Und von dir nehmen wir mal zwei neue. Und zwei neue Bremsklötzer. So. Jo. Zumindest vorne mal neu anbauen. Zack. Sehr gut. Level 6, wie gesagt. Und für jedes erfolgreiche Schrauben kriegt man übrigens auch einen Erfahrungspunkt. Ja? Coole Sache. So. Neu, neu, neu. Und wieder Erfahrungspunkt. Also für erfolgreiche Sachen, die man repariert hat, kriegt man auch, also Montage, kriegt man auch einen Erfahrungspunkt, sehe ich gerade. Muss man oben achten, mal darauf achten, wenn ich was dran schraube, was es dafür EP-Punkte gibt, Erfahrungspunkte gibt. So, was haben wir jetzt noch? Motor. Generalüberholung des Motors. Das klingt spannend. Mann, oh Mann, oh Mann. Generalüberholung des Motors. So. Was hat er denn da Gute? Luftfilter, Kraftstofffilter, Ölfilter. Du siehst noch gut aus. Steuergehäuse. Überholung des Motors, ne? Oh, Benzinfilter, ne? Können wir schon mal anfangen. Also, dich können wir schon mal abbauen. Demontage, nicht Montage. So, dich können wir schon mal abbauen. Dann können wir die netten Klammern schon mal abbauen. Ach, das ist belastend. Ich hasse diese Klammern. Kriegt man manchmal ganz schlecht zu fassen hier. Könnte ich das nicht mit Schrauben machen können? Nein. So, ein Luftfilter haben wir. Und hinten war es doch Kraftstofffilter. Treibstoffpumpe. So, du mal die Treibstoffpumpe mal. Treibstoffpumpe. 120 Ocken. So, haben wir die schon mal erneuert. Dann müssen wir mal kurz eine Etage höher fahren.
Alter, sieht die Karre aus, ey. Vorne grün, sonst braun. Der hat bestimmt schon mal irgendwo drauf gefallen oder so. So, dann schiebt man drunter. Dann lassen wir das Öl ab. Dann tun wir das Ding weg. Ölfilter R4. Mittlerweile gültig geht's wieder. Öl. Siehst du das? Öl. Mittlerweile haben sie es ja behoben, den Fehler. Ölfilter R4. Diesen blöden Tastenbug braucht man nicht. Also nicht auf Öl. Das ist der blödeste, blödsinnige Blödsinn, den es gibt, ey. So, Ölfilter. Dann der Kraftstofffilter. Und dann der Luftfilter. So, dann haben wir zumindest die ganzen Filter schon mal. Das ist schon mal gut. Jetzt muss ich jede Klammer einzeln auswählen. Es kann aber passieren, dass man so eine Klammer kaputt ist. Das muss ich mir vorstellen. Das sucht man lange. Sehr lange. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Wie sieht's aus? Kraftstofffilter noch. Den haben wir. Jetzt haben wir das schon mal und das schon mal. Und ich würde sagen, ach so. Wir sollten noch Öl nachfüllen. Da muss ich schon ablassen. Eieieiei. Blub, blub, blub. Immer schön Öl nachfüllen. Öl, Öl, Öl. Ach, das läuft doch noch überall. So, zack, perfekt. Das sieht echt aus wie so ein buntes Auto, oder? Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hätte ich nicht gedacht. Sieht echt komisch aus. Gut, zumindest auch dieser Auftrag geschafft. Auf zum nächsten. Dann nehmen wir mal. Der Wagen holpert, okay, dann sind bestimmt die Federbuchsen vorne bestimmt im Eimer. Ersatzteilliste. Eieiei. Hintere Domlage. Oh Mann, oh Mann. Jetzt hinten ist alles und vorne ist die Antriebswelle im Eimer. Und hinten sind die Domlager im Eimer. Seht ihr das? Okay. So, dann wollen wir mal. So, dann fahren wir das Ding nach oben hier. Noch eine Etage bitte. Gut, dann wollen wir anfangen. Demontage. Und zwar hintere Domlager. Was war hier kaputt? Dann waren hier. Ach nee, hä? Das ist nicht euer Ernst, ja. Nur wegen Stoßdämpfer. Koppelstange. Domlager. War hier hinten irgendwas? Ne, vorne ist noch die Antriebswelle. Oh, die können wir doch so rausnehmen. Hoffe ich. Nein, nein, nein. Ich muss doch noch die Schrauben abbauen. Ach Mann. So, das hier rausnehmen. Dann werden wir das Rad abbauen. Dich mal rausnehmen. Sieht doch ziemlich neu aus. Und jetzt können wir dich rausnehmen. Vordere Antriebswelle. Okay, was haben wir noch?
Gott, doch anderes bei Händler. Mann, oh Mann, oh Mann. So, und dann wollen wir ganz wieder dem, also montieren. Also brauchen wir erstmal eine Vorderantriebswelle. 4x4. Vorderantriebswelle 4x4. Dann brauchen wir Aufhängung. Da brauchen wir hinten noch die Federhaube, nee, Domlager. Domlager. Hintere Domlager brauchen wir zwei Stück. Die waren auf alle Fälle kaputt. Dann hinterer Stoßdämpfer Typ B. A oder B? Das weiß ich nicht. Mal gucken. Vordere Antriebswelle. 4x4. Das ist schon mal drin. So, können wir das mal anschrauben. Perfekt. Dann können wir hier drüben weitermachen. Wir haben Antriebswelle dran. Und das Rad wieder drauf. So, und dann gucken wir ganz hier hinten nochmal. Was müssen wir hier alles anbauen? Also hier erstmal die hinteren Domlager. Alles Zeug, das hier unten ist. Das müssen wir auch noch anbauen. Dann brauchen wir noch Stabilisator, Koppelstange hinten und Stoßdämpfer Typ A. Also Stoßdämpfer Typ A und Koppelstange hinten. Koppelstange hinten. Und du musst einen Stoßdämpfer einbauen. Und dann die Koppelstange einbauen. Und dieses Rad wieder drauf bauen. Das waren aber mehr als die Portale, oder? Radnabenlager. Wo ist denn, ach du Gott, wo ist denn das schon wieder? Wo habe ich denn das übersehen? Nicht dein Ernst. Meine, das Radnabenlager hinten dran gekommen, muss ich den ganzen Mist wieder abschrauben. Schalt's doch gerade ab. Radnabenlager habe ich. Radnabenlager. Eieiei. Ich muss das mal eh noch finden. So, na, dann können wir alles wieder dran setzen. Zack. Zack. Ja, ich habe noch eine neue Buchse, habe ich noch, die kann ich noch kriegen. Perfekt. So, rein theoretisch müsste ich jetzt alles haben, ne? Also jetzt müsste ich wirklich alles haben. So, perfekt. Wieder was verschafft. Und Level 7, da müssten wir doch eigentlich schon wieder in Punkt versetzen können. Und dann tun wir hier in schneller Schrauben nehmen. Schraub im 100% schneller. So, und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Schaltet wieder ein, danke fürs Einschalten. Bis dahin, über, ja, gute Kommentare, würde mich freuen. Sagt mir ein Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.